Und nach diesen routinierten, populären Spitzenkönner jetzt zu einer Nachwuchsformation, die noch nicht so bekannt ist, sie kommt aus dem Appenzellerland und pflegt den Sport, wo wir eher ein bisschen selten bei uns zu Gast haben, nämlich das Maulorgeln. Sie, Hans Frey, sind der Chef von dieser Gruppe. Wie heisst ihr? Maulorgeler vom Händerham. Händerham, ist das der Name vom Hof, wo Sie herkommen, oder dem Berg, oder was ist das? Nein, das ist von der Gemeinde, wo ich herkomme. Die hat früher nach Händerham geheissen, wo sie noch zu Urnest gehört hat. Und dann haben die Urnester von immer gesagt, das sind die Händerhammer. Wann ist das etwa so gewesen? Also, das schöne Grund ist dann 1720 gegründet worden, also das ist vor 1720. Also, nachher dann auch noch ein bisschen. Also, so alt ist natürlich euer Quartett noch nicht. Wann haben ihr euch zusammengetan? Vor 3,5 Jahren haben wir uns zusammengetan. Wenn wir «mer» sagen, dann meinen wir damit auch Ihre drei Kollegen. Vielleicht können Sie die mal kurz vorstellen. Jawohl, da hätten wir zuerst den Beat Rotach. Er spielt zweite Stimme, kommt von Schwellbronn, ist 13 Jahre alt und geht noch in die Schule. Dann nebendran am Bass, da ist der Walter Rotach, das ist sein Bruder, am Beat. Er macht eine Lehre als Zimmermann und ist 16 Jahre alt. Dann der mit der grössten Maulorgel, das ist der Werner Aschli. Er kommt von Schönegrund. Macht eine Lehre als Zimmermann und ist 16 Jahre alt. Und Sie selber, Hans Frey? Ich bin 19 Jahre alt. Ich komme auch einen Grund. Und was machen Sie beruflich? Lehre als Bauschreiner. Sie haben also einmal angefangen Handörgeln. Aus welchem Grund haben Sie als Appenzeller nicht ein Geigen oder ein Hackbrett zur Hand genommen, sondern ausgerechnet ein Maulörgel? Ja, erstens geht es nicht viel und mein Vater hat schon ein bisschen Maulörgel. Dann hat es mir halt auch etwas angemacht. Haben Sie dann dürfen im Vater sein Maulörgel brauchen, oder wie war das? Zuerst schon, ja. Und dann haben wir dann zu Weihnachten ein Maulörgel bekommen. Und wie habt ihr denn das gelehrt? Habt ihr irgendwie einen Maulörgel-Lehrer gehabt, oder wie ist das? Nein, nein, wir haben da alles selber ein bisschen am Anfang und wir haben ein bisschen Kassetten gelesen. Und von wem haben die Kassetten gelesen? Das sind doch ja. So ein bisschen neue Vorbilder geworden. Ja, Maulörgel vom Zürichsee, Emmental, Lützlflüe oder Marino Manfredini auch. Und danach haben wir angefangen zu üben miteinander. Und wann war denn so der erste Auftritt gewesen? Ja, das war ziemlich gleich eigentlich. Das war etwa 3 Monate nachdem wir angefangen haben. Das war schon der erste Auftritt gewesen. Ich nehme an, der war im Appenzellerland oben. Ja, ja. Wo war das gewesen? Das war im schönen Grund. Und wie haben die Appenzeller reagiert, wo die 4 jungen Männer nicht mit Geigen und Cello und Hackbrettet hergekommen sind, sondern mit Maulgeigeli? Ja, ist gut angekommen, ja, muss ich sagen. Ja. Und wo dürfen ihr jetzt so hauptsächlich auftreten? Das sind Geburtstag, Hochzeit, Unterhaltung können Sie auch sehen als Einlage. Einfach, oder? Und wenn ihr auftreten könnt, also die Leute haben an euren Vorträgen natürlich Freude, habt ihr noch nie Lust gehabt, euch zu erweitern, zum Beispiel einen Bassgeiger dazu zu nehmen? Oder so? Ja, nein, das eigentlich nicht, weil wir lange mit 4. Oder? Habt ihr mit anderen Maulörglern in der Schweiz auch einen Kontakt, persönlichen Kontakt? Nein, haben wir nicht. Das haben wir gar nicht. Geht's vielleicht noch aber. Ja, das wollen wir hoffen. Vielleicht nach dieser Fernsehsendung. Ja. Haben Sie festen Schlotteri zum Auftreten, also vor Fernsehkamera? Ja, ist schon etwas anderes, wenn das ist. Ja. Jetzt können Sie sich auch noch ein bisschen beruhigen, indem Sie Karten ziehen für die nächste Sendung. Die nächste Sendung ist übrigens am Samstag, am 8. November. Da offen wir auch wieder bodenständige Kosten. Und erfüllen dann unter anderem den Wunsch von der Lydia Hautle, wenn ich das richtig lese, St. Gallen. Es wäre noch möglich, dass die etwas Appenzellerisches wünschen. Nein, sie wünscht sich Kapelle Echo vom Sonnenberg mit dem Titel Auslumpete in der Blumenhalde. Kennen Sie die Kapelle Echo vom Sonnenberg? Ja, schon gehört von ihnen, ja. Und am 8. November werden Sie es dann auch zu sehen bekommen. Wir schauen die nächste Drucke an. Das sind Handorgelinterpreten drin, Schweizer Orgler, Akkordeonisten usw. Das haben Sie eine schöne, wunderschöne Ansichtskarte rausgezogen, die das Wetterhorn zeigt. In Grindelwald geboren, seit 23 Jahren wohnhaft in Roll, wünsche ich mir etwas von den Gletscherbuben. Das wären die Schweizer Örgler, Gletscherbuben von Grindelwald. Die werden wir das nächste Mal sicher gerne aufspielen. In den nächsten Drucken da haben wir Bündner und Appenzeller Interpreten. Mal schauen, ob sie eigene Landsleute rausnehmen oder etwas anderes. Von Thunstetten kommt die Karte, ist von Frank Steiner aufgegeben. Oder wünscht sich die Streichmusik Roman Kölbener, Entschuldigung, von Appenzell. Kennen Sie den Roman Kölbener? Nein, kenne ich nicht. Nein. Das ist eine bekannte Streichmusik und wir freuen uns, dass wir die das nächste Mal dürfen vorstellen. Und schließlich haben wir noch etwas für diejenigen Leute, die gerne hören jodeln, die gerne hören singen. Wenn wir schauen, dass wir nur eine Karte nehmen, danke vielmals. Es ist eine Postkarte. Sie stammt von einem Herr oder Frau Wasim, wenn ich richtig lese.
von Längenhäusern im Kanton Bern. Und sie wünscht sich ein Jodellied vom Fritz Wasem, also der gleiche Name wie der Einsender, von Lanzenhäusern, begleitet von Werner Gasser. Via Werner Gasser werden wir sicher an den Jodler herankommen, der das nächste Mal dann wird jodeln. Jetzt aber noch zu dem Stück, das ihr uns spielt. Ich glaube, ihr sucht eine Synthese zwischen eurem Instrument, Mulorgeln, und Musikgut von der engeren Heimat und spielt uns ein Zäuerli. Was ist das für ein Zäuerli, das wir hören? Das ist ein Naturjodel mit einem Wälzerli dran. Und wo haben Sie den her? Ja, der ist mir einfach irgendwann mal in sich gekommen, während dem Spielen und während der Probe. So kommt mir da manchmal in sich. Und nachher haben Sie das noch ein bisschen miteinander besprochen, ein bisschen verbessert? Ja, wir haben es ein bisschen verbessert und einen Teil ein bisschen gefeilert und dann am Schluss. Also wenn wir das zweckgefeilte Zäuerli uns anhören, ich darf Sie bitten, zu Ihren Kollegen durchzugehen. Und ich kann Ihnen, liebe Zuschauer, vielleicht noch zwei, drei Sendungen sagen, die demnächst auf dem Bildschirm auf Fernsehen 1 zu sehen sind. Und zwar haben wir am nächsten Freitag eine Feierabendsendung, wo der Sepp Deutsch Sie begrüßt direkt aus Heimberg, also aus dem Kanton Bern. In zwei Wochen ist dann Regina Kempf am Samstagvorabend dran mit ihrem traditionellen Kalender. Und in vier Wochen stellen wir Ihnen in der Sendung unsere Musik einen Mann vor, der in der Ländlermusik eine recht wichtige Rolle gespielt hat, aber eigentlich nie gross rausgekommen ist, weil er nie vorgespielt hat, sondern immer Begleitinstrument gebraucht hat, also Bassgeigen, Posaunen, Blasbass und so weiter, und das ist der Sepp Bleicker. Das heute in vier Wochen. Und schließlich noch, wie bereits schon mal erwähnt, die nächste bodenständige Kost, die am 8. November ausgestrahlt wird. Jetzt aber gehört der Bildschirm der Nachwuchsformation, der Mulörgler vom Händerham. Sie spielen uns ein echtes Mulörgeli-Zäuerli aus dem Appenzellerland.